Okay, hey ho Leute, willkommen zurück zu Let's Play Borderlands 2 DLC Captain Scarlet. Was ist da unten für ein Haus? Ich weiß, ich wäre gestorben. Ah, shit. So, jetzt habe ich ein bisschen Geld verloren. Aber ich bin unten. 40.000. Ja. So. Okay. So. Freund, ist alles in Ordnung? Ich höre Explosionen vom Leuchtturm her. Bist du das, der da explodiert? Ich sehe Captain Scarlet so. Auf helles Licht im Burnwater zusteuern. Ich würde schnell machen und vor ihr beim Schatz sein und sie mit Kugeln vollpumpen. Okay, hier, nimm das hier. Auch wenn es nur One Way ist. Ich gehe mir jetzt. Falls es dir ein Trost ist, ich habe alles ernst gemeint, was ich zu dir sagte. Du bist ein toller Krieger und ein echt aufrechter Abenteurer. Aber meine Männer und ich haben gerade den Ort erreicht, den der Leuchtturm angezeigt hat. Und so sage ich. So, jetzt konnte ich mich vorbereiten. So. Folge dem Leuchtfeuer. Pass auf. Okay. Die gute Nachricht ist, der Leviathan hat uns verschlungen. Die gute Nachricht ist, er bringt uns in die Schatzkammer. Aber die beste Nachricht ist, du erinnerst dich an mein Schoßtierchen Roscoe? So. Du hast Roscoe getötet, was für ein Jammer. Naja, Vorsicht ist besser als heillose Flucht. Bis zum nächsten Mal, Kammerjäger. Oh, verdammt, mir ist meine Pistole runtergefallen. Sei brav und nimm sie dir nicht, ja? Und Diebstahl gehört sich nicht. Und hier ist eh keiner, also von daher kann ich mich nicht verhecken lassen. Dass sowas hier drin ist, verstehe ich immer noch nicht.
Aber nun, Leute. So. Wir nähern uns dem Ende von Borderlands 2 DLC Captain Scarlet. Ich habe das innerhalb von 3 Tagen aufgenommen. Okay. Diesen Part ist der finale Part. Und den werde ich nicht schneiden. Der Leviathan. He's really, really big. Aber den Mord auf. Okay, benutze ich halt meinen Raketenwerfer. Wo bleibt die Königin? So, komm, mach den Maul auf. Auf zum Schatz. Auf zum Ende des DLCs von Borderlands 2. Captain Scarlet. So endet die Geschichte, wie die Kammerjäger die böse Captain Scarlet besiegten und den Leviathan töteten. Und als die Sonne über Pandora unterging, merkten die Kammerjäger, dass während sie Captain Blades Arsenal suchten, der wahre Schatz stets in ihrem Herzen war. Ende. Na, wie war das? Das Ende war ziemlich kitschig. Ja, irgendwie künstlich, nicht wahr? Und wie? Andererseits, du hast es sehr gut zu Ende erzählt. Für eine kleine Drecksweise. Danke. Ja, keine Ursache. Irgendwer muss diese Story schließlich mal erzählen, wenn ich nicht mehr da bin. Warum nicht du? Ja, ich hab dich lieb, Markus. Das ist schräg. Ja, das war das DLC. Oh. Danach geht's ja noch weiter. Ich will mit euch die Schatzkammer plündern und zeigen, was man da ist. Okay, hoffentlich kriege ich Legendaries. Ja. Das Captain Scarlet DLC ist das DLC, was mir wirklich viel Spaß macht. Auch mit den ganzen Nebenmissionen und so. Es ist ein geniales DLC. Und ob ihr euch die Credits wirklich anzuhören wollt, ne. Haben wir irgendwie. Oh, Hyperdest Token. Ne, wir haben nur noch das hier. Oh, fucked.
18 zu. Ja, ich muss dann noch in die Deckband Refinery. Geht nicht anders. Als erstes hole ich mir diese Truhe da unten. Irgendwo hier unten war eine Truhe. Da habe ich nämlich das letzte Mal aufgepasst. Aber wir müssen jetzt erstmal das hier alles hinaufklettern. So, ach, da hinten. So. Hier hoch. Hier hoch. Hier. Du. Hier hoch. Hier hoch. Hier hoch. Ich bin fast oben. Hier hoch. Hier hoch. Ich sagte hier hoch. Hier hoch. Hier hoch. Okay. So. Und hier hoch. Hier hoch. Und hier hoch. So. Diese Kisten in der Mitte lassen wir noch zu. Das sind die vom DLC. Ich mache die äußeren erst auf. Und jetzt nehmen wir nur lila und blaue Sachen mit. Oder Geld und Iridium. Gib mir Iridium. Ah. Was Blaues, was Wertvolles, sage ich eigentlich. Wir fangen an. Lila, blau. Mit dir. Ja, damit. So. No, no, no. Und okay. Dann auf zu einer X-markierte Stelle und dann nochmal zur Lagburn Refinery. Also der Part wird verdammt lang hier. Ich will schon alle Nebenmissionen abgeschlossen haben. Da vorne ist ein Shop. Okay. Wo würde ich da hinkommen? Ah, an genau dieselbe Stelle. Okay. Bei
In meinem letzten Charakter habe ich da aus den ganzen Thronen zwei Legendaries bekommen. Ach stimmt, aber die Prozentzahl ist niedrig. Oasis. Ach na, warum soll ich euch alle in die Mission zeigen? Ich gehe jetzt nicht noch extra nach Legburn Refinery, nee. Wäre mir zu umständlich, da bin ich ehrlich. Und... wir sind hier hinten. Wir haben das DLC abgeschlossen. Wir gehen jetzt erstmal unsere Waffen verkaufen. Ab sofort dürfen wir sogar die Invincibles farmen. Aber erst gehe ich mir meine Erfahrung und meinen Kopf abholen. Hast du die Aufgabe erledigt? Wunderbar. Da, Hyperius, der Unbesiegbare. Hier ist noch eine Nebenmission. Mein Kopf verkaufe ich nicht. So. Ach, stimmt, ich habe einen neuen Skillpunkt. Was haben wir hier für eine Mission? Ich könnte Leviathan noch einmal besiegen. Aber nein, Leute, dann war's das mit diesem Let's Play. Von diesem Borderlands-Star-DLC, euer Mr. Panel P. Tschüss.